Ich glaube, ich habe einen Crush. Das, was Männer attraktiv macht, ist die ausdrucksstarke Tänze, wo ich bin, bin ich so voll kritisch mit mir. Mein Outfit ist eine 10 von 10. Du bist so eine Frau, die würde ich auch heiraten. Ich habe ein Bild gemacht, das war so süß. Nein. Glücklich, dass ich so einen schönen Tag hatte heute. Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, wir starten heute meinen neuen Urlaubsvlog und ich verbringe diesen Urlaub zu Hause. Aber ich habe mehr geplant als letztes Mal und ja, heute ist Montag. Ich war jetzt heute tatsächlich noch arbeiten, also ich habe heute noch gearbeitet und habe ab morgen Überstundenabbau. Alexa, Pause. Nicht, dass ich gesperrt werde wegen Urheberrecht. Habe auf jeden Fall jetzt noch gearbeitet, habe Samstagsausgleichsarbeit jetzt von Dienstag bis Freitag mir gelegt. Und ja, deswegen dachte ich, nehme ich euch mit. Ich werde jetzt ein bisschen Content schneiden und habe mir sogar überlegt, ein neues Intro zu machen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob ich das heute mache, ob ich coole Clips finde und ob das schon fertig wird. Ich möchte mir da so entspannt Zeit lassen. Ich finde halt, das Ding ist, so ein Intro zu schneiden oder so ein, was habe ich jetzt letztens auch gemacht, ein Banner, YouTube-Banner habe ich neu gemacht. Ich finde, das ist immer so zeitaufwendig und wenn man eins hat, warum sollte man dann gerade so die Zeit investieren, obwohl man dann zum Beispiel ein Video schneiden kann oder so. Und wenn ich jetzt diesen Content für die Woche fertig habe, habe ich mir gedacht, könnte ich eigentlich mal dieses Intro angehen, weil ich das auch schon länger im Hinterkopf hatte. Und ja, deswegen, wir sind gespannt, ob es was wurde, wie es wurde und ja, nehme euch jetzt einfach die Woche mit. Schauen wir mal, was wird. Ich glaube, ich habe einen Crush. Ich sag's euch. Das, was Männer attraktiv macht, ist die Energie, die sie ausstrahlen. Und ich habe gerade einen auf Insta gefunden. Den zeige ich euch jetzt. Passt mal auf. Wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich habe es gerade einer Freundin geschickt. Ich war so... kannst du mir mal bitte verraten, was das ist? Diese Energie, die er einfach dahinter hat, finde ich so schön. Und irgendwie, das gibt mir so ein gutes Gefühl. Und ich muss einfach nur lachen, als ich seine Videos gesehen habe. Ich kann nicht mehr... Da war ich einfach raus, als ich das gerade gesehen habe. Ich bin ihm gleich mal gefolgt, aber wirklich, ich weiß nicht, das, was so anziehend ist, ist die Energie der Menschen. Und das ist jetzt egal, ob du ein Mädchen bist oder ein Junge, also ich stehe halt auf Jungs, deswegen, oder Männer bitte. Aber ja, deswegen, ich fand diese Energie von ihm gerade so schön und die hat mich so in Bann gezogen. Ich denke so, wow. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen eben geguckt nach so Videos und so ein bisschen nach Inspo und werde mich jetzt dran machen und einfach ein bisschen Content schneiden. Ich kriege übrigens bald meine Tage und das ist so komisch, weil ich habe dann immer so krasse Stimmungsschwankungen, aber ich habe das Gefühl, dass ich so gegen Ende oder Richtung Ende des Zykluses, aber Richtung meiner Periode hingehe, habe ich das Gefühl, dass ich mehr Energie habe und dass ich dann wieder so weiß ich nicht, mehr Lust habe, mehr Energie, wieder irgendwie so Dinge umzusetzen. Die Woche davor ist immer so schlimm. Also so die dritte Woche, da bin ich dann immer irgendwie so richtig zu nichts gebrauchen und will dann nur rumliegen. Ja, und die Woche danach ist auch gut. Aber eigentlich direkt nach dem ersten Tag, wenn ich meine Tage bekommen habe, dann ist meine Energie richtig gut. Ich habe zwar ein bisschen Schmerzen, aber so von der Energie her ist es richtig super. Ich esse jetzt hier so einen kleinen Gurkensalat nebenbei. Und werde jetzt anfangen,
das erste Video zu schneiden, aber ich musste euch das einfach sagen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so richtig attraktiv an einem Mann findet. Ja, weil das hat mich gerade einfach nur fertig gemacht. Positive Weise. Leute, ich habe jetzt halt Content gemacht und auch mal wieder ganz kurz geheult. Ich habe einfach gerade so eine liebe Nachricht bekommen und ich bin dann so nah am Wasser gebaut, dass ich dann erstmal das Heulen anfange. Und ja, genau. Ich mache mir jetzt einen... Nee, Matcha habe ich nicht. Mache ich mir eine heiße Schokolade oder mache ich mir einen entkoffinierten Kaffee? Habe ich Lust auf was Kaltes oder was Warmes? Mein absolutes neues Lieblingsbuch ist Intuition, Hell sehen und Hell hören von Kurt Tepperwein. Ich sag's euch, dieses Buch ist, glaube ich, die Lösung auf alle Fragen. Und da war eine Sache, wenn man sich bei Entscheidungen nicht sicher ist, was man möchte, dass man sich dann zum Beispiel fragt, wie würde dann Entscheidung A aussehen, wenn sie so wäre, oder wie würde Entscheidung A schmecken, riechen, sich anfühlen und wie würde Entscheidung B sich anfühlen, schmecken, riechen und sowas, oder welche Farbe hätte die? Und ich finde diese Herangehensweise so interessant und das machen wir jetzt einfach mal. Ich mache das jetzt mal so rein aus der Intuition heraus. Eiskaffee ist gerade für mich so kalt und aber so ein angenehmer, bitterer Geschmack. Also irgendwie ist es kalt, aber auch wohlfühlen und auch dieses Bittere. Und hat so die Farbe braun, aber so angenehm braun. Und eine heiße Schoki ist für mich so ein warmes Gefühl. Habe ich aber keinen Bock. Entscheidung schon getroffen. Hat mich jetzt nicht so... Nee, wir machen uns den Kaffee. Supi. Schalt mich an, an die gezielte Tipps, die Uli Sonne scheint. Oder ist der Ton in Pisa wirklich schief? Versprochen, mit mir gibt's wirklich keinen Beef. Außer du fragst mich nach einem Rezept damit. Alexa, ich bin komplett überfordert gerade. Hi Elen, ich habe momentan Schwierigkeiten, auf deinen Feedback Elicitation Alexa Skill zuzugreifen. Okay, Alexa aus. Ich habe Musik gespielt, auf einmal geht die einfach aus und dann habe ich gesagt, Alexa, was ist denn los? Dann sagt sie, sag mir doch, dass ich rappen soll. Und ich so, Alexa, rappe. Und dann kam einfach das. Ich kann nicht mehr, ich finde es sauwitzig. Ja, ich setze mich jetzt auf jeden Fall aufs Sofa und bin ein bisschen auf Insta jetzt mal unterwegs. Super. Leute, es ist so random. Ich liege hier so und bin so, ah, was will ich denn anschauen? Ich habe irgendwie nichts gefunden, was mich, oh mein Gott, das war unbeabsichtigt. Ich liege hier so und war so, was kann ich denn jetzt anschauen? So an Videos und auf YouTube und so. Und dann habe ich irgendwie nichts gefunden, was mich anspricht. Und da ist mir eingefallen, dass ich eigentlich mein eigenes YouTube-Video noch gar nicht angeschaut habe. Ich schaue immer, wenn ich das Video schneide, dann schaue ich mir das zwar an. Aber das Ding ist, ich sage nie Dinge, die ich zum Beispiel dann nicht sagen will oder rausschneide oder so. Sondern ich schneide dann oftmals nur so grob, so den Anfang und das Ende oder sowas zum Beispiel. Oder ich schaue es mir schon an, aber jetzt nicht, dass ich dann nochmal so einen Probedurchlauf oder so mir anschaue. Sondern ich habe dann keinen Nerv mehr dafür. Ich bin dann froh, dass es fertig geschnitten ist. Und dann lade ich es hoch und dann schaue ich es mir aber nicht mehr an. Und jetzt dachte ich mir so, ja komm, schaust du halt dein eigenes Video. Jetzt bin ich bei Minute 10 und mir gefällt es. Irgendwie, ich weiß nicht, ich war gerade richtig so, meine Energie war so richtig low und irgendwie, ich weiß nicht, dann, wenn ich mich so selber sehe, dass ich da so happy bin, dann macht mich das auch glücklich. Deswegen, ja, es regnet, glaube ich, unnormal. Ich sehe nichts auf meinem Dachfenster, aber ich glaube, es hört sich auf jeden Fall krass nach Regen an. Und ich werde mir jetzt gleich, also ich werde mir das Video jetzt noch zu Ende anschauen, vielleicht, mal gucken. Und dann werde ich mir die neue Folge Berlin Tag und Nacht reinziehen. Meint ihr übrigens, dass wir... Ich frage mich, wann wir die 1000 knacken. Die 1000 Abonnenten. Ich habe vorhin geguckt und wir sind bei 770 jetzt. Und irgendwie finde ich es voll spannend, ob, wenn jetzt dieser Vlog hochgeladen wird, wie viel wir dann haben. So,
ob wir dann schon so 800, 900 oder sogar schon 1000 haben. Weil man steckt nicht drinnen. So, ich habe ja, wie gesagt, innerhalb von einem Monat 300 dazu bekommen. Und immer innerhalb einer Woche so 100. Aber auch, es geht manchmal schnell und manchmal langsam. Und das ist all good. Es geht ja auch nicht so um die Zahl, finde ich. Ich mache das einfach aus Spaß, weil ich halt Spaß dran habe und weil ich Lust habe und weil ich halt eh gern laber. Und dann denke ich mir so, rede ich einfach mit euch da. Muss dann, antwortet dann auch keiner. Das finde ich auch angenehm. Da kann ich einfach so alles loswerden und muss aber nicht auf Sachen wieder antworten. Wisst ihr, was ich meine? So, ich will einfach nur loswerden. Und ich muss nicht auf irgendwie wieder was antworten und reagieren. Ja, genau. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Abonnenten wir haben werden. Wenn wir bis dahin nicht die 1000 haben, was ich wahrscheinlich denke, aber sag niemals nie, weil wir wissen es nicht, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wann ihr glaubt, dass wir die 1000 erreichen und wann ihr glaubt, dass wir die 2000 erreichen. Weil die 2000 sind eigentlich schon auch ein Ziel von mir gewesen. Die hatte ich mir Anfang des Jahres gesetzt. Tatsächlich auch relativ unüberlegt. Es war einfach eher so eine Wunschvorstellung, wo ich mir dachte, ach naja, also 2000, wenn ich hätte am Ende des Jahres, fände ich es geil. Deswegen bin ich gespannt. Schreibt mir das bitte gerne mal unten in die Kommentare, wann ihr denkt, dass wir 1000 Leute sind und wann wir denken, dass wir 2000 Leute sind. Einen wundervollen guten Morgen. Ich habe mich schon fertig gemacht und ja, sitze jetzt hier auf meiner Couch. Alexa, Pause. Alexa, Pause. Ist so geil. Ich höre gerade so ein bisschen Deutschrap. Ich finde es cool. Manchmal brauche ich das so. Und ja, was ich jetzt aber machen werde, ich werde jetzt anfangen, das YouTube-Intro zu schneiden. Ich hatte gestern dann irgendwie doch keine Zeit oder Lust mehr, als ich, nachdem ich dann Reels und so fertig geschnitten hatte. Und ja, jetzt sitze ich hier, wie gesagt, gemütlich. Ich habe da hinten noch einen Brennnesseltee stehen und ja, werde jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ich fände es irgendwie voll cool, wenn das so, ich liebe zum Beispiel Karos Intro, aber ich weiß nicht, wie sie das macht und wo sie das geschnitten hat und sowas. Ich schneide halt alles mit CapCut. Also ich schneide meine Reels und meine YouTube-Videos alles mit CapCut. Auch nicht mit der Pro-Version, sondern mit der ganz normalen. Heißt, ich habe da jetzt nicht irgendwie diese kompletten Special Effects. Heißt, ich muss mich da safe so richtig reinfuchsen. Ja, ich bin sehr gespannt, Leute. Wir werden sehen, wie es ausschaut. Ja, genau, ich mache mich dazu auf jeden Fall mal dran und dann schauen wir, ob ich ein bisschen weiterkomme. Vielleicht schaffe ich es die Woche, das fertig zu bekommen. Ich bin gerade schon ein bisschen am Schneiden und habe jetzt mal so ein paar Videos rausgesucht. Das Problem ist, dass ich halt irgendwie nie quer filme und wenn ich ein Hochkantvideo ranzoome, dann ist es zu nah. Deswegen ein bisschen schwierig. Aber ja, ich habe jetzt halt so ein bisschen was. Ich zeige euch das jetzt mal. Also das ist gar nicht geschnitten, das ist einfach nur die Sachen, die ich jetzt mal ausgesucht habe. Und dann gucke ich mal, wie ich das so zusammenbaue, weil ich hätte da voll gerne so schöne Übergänge und so. Und ich möchte aber auch, dass es diesmal kürzer ist, dass es irgendwie nur so 10, 12 Sekunden geht. Ich glaube, das andere ging fast 30 Sekunden. Und ja, einfach nur so ein kurzes, kleines, aber was halt dann so besonders und cool ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich das hinbekomme. Ich weiß, dass ich es hinbekommen werde und dass ich am Ende auch zufrieden sein werde. Aber so das so sich, so das herauszufinden, wie das funktioniert, was man da macht, ist einfach schwierig. Aber ich habe in meinem Leben bisher alles selber hinbekommen, was ich hinbekommen wollte. Und deswegen weiß ich auch, dass ich das schaffen werde. Und Liz auf die Eins, wirklich. Liz auf die Eins, wirklich. Ich liebe diese Frau, die ist so super. Und ich denke mir manchmal so, eigentlich müsste man ihre Videos so daily schauen, jeden Tag und immer wieder und so im Hintergrund laufen lassen, einfach so. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach einführen, dass ich so frühs mir dann erstmal so ein Video von ihr anmache und das einfach so im Hintergrund laufen lasse, wenn ich mich so fertig mache, weil jedes Mal bist du in einer anderen Situation, jedes Mal hast du einen anderen Blickwinkel und jedes Mal kannst du dir wieder was anderes rausziehen und ja, ich finde es einfach super. Und jetzt schauen wir uns an How to be Hot. Wir sind zwar natürlich schon hot mit unserem Mindset und mit unserer Einstellung, aber wie gesagt,
wir schauen das einfach immer wieder. Und das Video habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Und ja, es geht nicht so um hot aussehen von außen, sondern wenn du dich gut fühlst von innen heraus, wie es ja mit allem ist, dass du dann ja, das auch nach außen hin ausstrahlst und dann auch viel mehr Möglichkeiten und Dinge anziehst, die gut für dich sind. Und das mache ich jetzt. Ich schaue das jetzt aber auf dem Fernseher weiter und nicht auf dem iPad, weil ich am iPad mein YouTube-Intro weiterschneide. Ich hatte jetzt so eine super süße Idee, dass ich irgendwie so auf Pinterest, habe ich jetzt mal ganz schnell so ein paar Sachen mir gemerkt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Habe ich jetzt einfach so auf meiner Seite mir so ein paar Bilder von mir selber hochgeladen und dachte mir, wenn ich dann halt so ein bisschen so scroll, dass das cool ausschaut mit einer Bildschirmaufnahme und dass ich das dann irgendwie ins Intro mit einbaue. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ich will mich nicht stressen, also nehmt es mir bitte nicht böse, wenn es in diesem Video noch nicht vorne dran war. Vielleicht mache ich es auch dann erst fürs nächste Video, damit ihr jetzt hier schon wisst, dass ein neues Intro kommt und dann ist so das nächste Video. Genau, weil ich will, dass es wirklich schön ist und es gibt nicht so Vorlagen dafür oder so. Und ich will, dass es aber wirklich cool ist. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es dann auch, weil die Caro hat ja auch ein neues Intro. Und ich habe mich vorhin mit einer Freundin unterhalten und sie war so, nee, ich fand's Alter besser. Und ich so, ich auch. Aber ich finde mein Video, mein Intro zu lang irgendwie. 30 Sekunden sind zu lang für ein Intro. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich, bin ich auch wieder anders. Und das will ich so widerspiegeln in meinem Intro. Weiß ich nicht. Auch so ein paar Clips eben aus Videos mit reinschneiden. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt, wie es am Ende dann ausschauen wird. Ob es euch gefällt. Ja, wir schauen jetzt auf jeden Fall weiter. Ich habe mir gerade was zu essen gemacht um 16.40 Uhr. Ich sag's euch, das ist absolut kein gesunder Lifestyle, aber immerhin habe ich heute schon locker 2 Liter getrunken. Und ja, weil ich dachte mir dann so, ich habe nichts Gescheites da und ich wollte jetzt auch nicht anfangen zu kochen, weil heute Abend ich mit der Laura zusammen koche. Wir machen so Crispy Rice und dann Bananenbrot. Ja, deswegen hat mich das ein bisschen gerade genervt und habe ich jetzt einfach noch Brot aufgetaut und esse jetzt einfach 2 Scheiben Brot. Auf jeden Fall, dass ich dann trotzdem schon jetzt mal was esse. Genau. So machen wir das. Ich freue mich sehr, was sie zum Video sagt. Dann ich mach's weiter. Ich stand gerade einfach so am Fenster und habe so geguckt, wann sie kommt. Und da habe ich sie gesehen. Aber sie ist nicht von der Seite gekommen, wo ich geschaut habe, sondern von der anderen. Aber sie hat vor mir geparkt. Also halt vor da, wo ich sehe. Jetzt müsste es jeden Moment klingeln. Ich freue mich sehr. Wir werden was Leckeres zu essen machen. Crispy Rice, Salat, irgendwie Zeug und ein Bananenbrot backen. Ja, schauen wir mal. Einen wundervollen guten Tag. Tür aufmachen. Bitte. Oh nein. Ja, ich habe gerade so süße Sachen bekommen. Lieb dich richtig, ja. Ich lieb's. So Männerfreundschaften versus Frauenfreundschaften. Das ist unsere Love Language. Das ist wir müssen heute eigentlich auch bitte nochmal eine Massage-Pistolen-Runde machen. Ja, du hast ja eine. Ich habe ja meine verloren. Ja, wir machen das mit meiner dann. Jetzt kochen wir erst. Ich weiß, wo meine Massage-Pistole ist. Leute, hit me up. Dann brauchen wir eine Frage. Bitte schön. Ah, toll. Wunderbar. Cheers. Das ist so lecker. Das ist so lecker. Das ist geil. Das schmeckt auch wie Fanta Lemon einfach. Das schmeckt genau gleich. Wir haben das in Ding immer getrunken. Und beim Lidl kostet das am Gardasee? 49 Cent, 39 Cent oder sowas. Ach, bei dir ist ein Lidl in der Nähe oder was? Wo hast du jetzt einkaufen? Ich weiß es nicht. Ich kann niemand wieder unterhalten. Du weißt nicht, wo du gerade einkaufen warst. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, ich mache mal ein. Wie kann man das nicht mal anders aus? Ich weiß es immer nicht. So Rewe kann ich mir merken und Edeka von Lidl und Aldi ist für mich dasselbe. Das ist eine schöne Schale. Die habe ich von diesem Tiger gekauft. Weißt du, das gibt es auch im Ausland manchmal. Ja, das gab es auch früher in Erlangen. Oder? Echt? Ja klar, da beim Marktplatz in der Nähe. Mm. Ach, das ist Sorry House. Oh. Sorry, ich liebe es.
Das Leben mit einer Influencerin. So schaut's aus. Also wir haben jetzt hier so diesen Salat gemacht. Wir wissen noch nicht, wie es schmeckt. Wir hoffen gut. Und hier im Backofen ist das Bananenbrot. Das ist auch tatsächlich sehr viel irgendwie trotzdem geworden. Mal gucken. Das dauert auf jeden Fall noch länger als 44 Sekunden. Wie lange mache ich das denn noch? 10 Minuten? Mhm. Mindestens, ne? Ja. Okay. Schauen wir mal. Kennt ihr diese eine Freundin, die immer eine... Nein, das stimmt nicht. Eine Story bearbeitet, ja, und dieses, okay, Lied in Dauerschleife. Ja, und Schleife und Schleife und Schleife und Schleife. Das läuft locker seit... Ja, weil, sorry, mein Insta halt rumspackt und ich muss es machen. Ja. Ja. Das mache ich nicht absichtlich, wir können gleich pushen. Ich habe gleich schon Kopfschmerzen. Hier ist auf jeden Fall die Massage. Hey, ich habe es jetzt leiser gemacht. Ich höre es immer noch. Es ist für mich, kennst du das nicht, dass es sich so dann so eingeprägt hat, dass selbst wenn das Lied aus ist, dass du es weiterhörst oder dieses Klingeln einfach da ist? Ja. Ich wusste gerade schon, ob das passt. Ich lieb's. Hier ist die Massagepistole. Ich rede einfach mit euch, bis die Story beendet wurde. Gleich, ich bin gleich fertig. Ja, wir haben auf jeden Fall unser Bananenbrot jetzt mal rausgetan. Ich liebe dich. Und haben unsere Banana Bread rausgetan. Alter, ist so lecker. Ja, aber das ist irgendwie nicht durch. Das Body Spray ist lecker. Ja, ne? Von Rich Rich, so ein lilanes. Ist richtig super. Schon uralt. Ja, und wir massieren uns immer gegenseitig am Rücken mit dieser Massagepistole. Machen wir immer so 5 Minuten Timer und dann sagen wir so, wechseln. Ja, das haben wir auch schon gemacht, als ich in einer Beziehung war. Und jetzt ist es nur noch mehr von Vorteil. Ja, zum Glück. Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich Schluss gemacht habe. Eigentlich das. Ach, ist das herrlich. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir dieses Bananenbrot... Ich würde es gerne auch einfach heute noch probieren. Hey, natürlich probieren wir das heute. Probieren wir es jetzt gleich. Wir gucken jetzt mal, weil das ist irgendwie... Ich weiß nicht, wir haben da Blaubeeren und so reingemacht und... Wir können einfach nicht backen. Ja, ich kann wirklich nicht backen. Ich mach das mal. Das ist komplett flüssig da drinnen. Das fokussiert halt irgendwie nicht so gut. Mhm. Alle hin, das ist... Jetzt haben wir da noch oder Nutella drauf gemacht, damit wir ja, ne, uns das hoffentlich mal schmecken lassen. Mein linker Platz ist leer, da wünsche ich mir meinen kleinen Spazier. Bitteschön. Ich bin sehr gespannt. Boah, das sieht aber... Alter, das sieht so lecky aus. Das sieht jetzt gut aus. Mhm. Alter, und warum ist denn das jetzt so warm, Maus? Wo warm? Weil das ja auch noch warm ist. Immer noch? Mhm. Wieso das denn? Weil es in dieser Form noch drin war. Machen wir jetzt oh, das ist auch wunderbar. Machen wir da jetzt einen Taste-Test. Weil sonst war das nicht süß ist genug. Ist das Contra K? Ja. Verdammte Scheiße. Nein. Nein, Junge, wir müssen es runter machen. Ellen! Das ist auf der Decke. Nein. Das ist... Ja, ach so, okay, gut. Ach, Bruder, bist du doof. Ach, Mann, Mausi. Leute, schaut doch mal bitte. Was ist das denn hier schon wieder? Hm? Hast du da hingekackert? Ach, Maus. Bist du blöd. Passiert halt auch nur einer, ne? Aber mal wieder natürlich gefilmt. Das war für die Klicks. Das war nur für die Klicks. Wie mache ich das? Ich will mir das anschauen. Wie geht das? Ich kann nicht mehr. Also ich wollte nur mal ganz kurz, das ist vor 5 Minuten gefühlt passiert und sie hat es immer noch nicht weggemacht. Ich kann nicht mehr, ich finde es auch einfach viel zu lustig. Vor allem, deshalb willst du es als Andenken drin lassen. Vor allem, weil das das größte Problem ist. Das ist so eine Wolldecke, ich kann dich safe nicht in die Waschmaschine reinhauen. Doch, das geht schon. Du musst es jetzt einfach mit einem nassen Tuch rausschrubben. Also, dann hast du einfach... Das mache ich heute nicht mehr. Ja, ich mache das schon. Soll ich dir helfen? Nein. Es ist auch... Es ist auch auf der Hose. Jetzt, wir machen trotzdem jetzt erstmal den Taste-Test und dann räume ich das weg. Komm, wenn es jetzt nochmal umfällt, dann... Ich hab auch... Jetzt fällt meins aufs Sofa. Spaß. Warte! Ich krieg's nicht durch. Ich hab das Außenstück. Halt mal meinen Teller. Echt? Nee, ich hab viel zu viel Angst, dass da schon wieder was passiert. Halt meinen Teller.
Maus, das ist sau lecker. Ich krieg's nicht auseinander. Maus, das ist ich hab dir die Hälfte schon eingepackt. Okay. Das ist voll lecker, aber auch wenn nur weil ein Kilo Nutella drauf ist, safe, oder? Meinst du nicht, mein Kind? Mhm, ich find's sehr lecker. Mhm. Gefällt mir gut. Mm. Es ist so dumm, aber ich find's so lustig. Mmh. Mmh. Lecker, lecker. Rezept war übrigens von JetGBT. Hi. Das ist ja auch so eine Frechheit, ne? Ich sage euch, in 10 Jahren sitzen wir hier und die künstliche Intelligenz kann das dann selber backen. Wirklich? Dann machst du dir so eine Backmischung mit künstlicher Intelligenz. Und dann mache ich so eine Live-Reaction auf das Video heute. Mmh. Nee, backen kann ich, also ich back auch nicht gerne. Mag es nicht. Du schon, ne? Lieber als kochen auf jeden Fall, ja. Aber das ist auch nicht schwer bei mir, ne? Ich habe heute früh Hauptsache schon erzählt, dass wenn wir kochen, dass du nicht kochst. Hey, ich hab mitgeholfen, oder? Ich habe das Wasser aufgehitzt. Aber ich habe auch gesagt, dass ich das eigentlich schön finde bei uns. Weil ich mir so denke, so... Dann steht auch nicht jemand im Weg rum. Weißt du, was ich meine? Das mache ich ja extra, dass ich nicht im Weg rum wirklich, steht. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand dann so im Weg rumsteht. Und du bist halt für die Storys verantwortlich. Ja, soll ich eine Insta-Story von der Decke machen? Ich verspreche, ich mache das mal weg. Okay. Ich habe wirklich was entdeckt. Was ist die Schokosoße auf meiner Hose. Nein. Guck mal her, komm mal her. Doch. Nein. Komm. Auf dem Sofa. Nein. Aber guck mal. Und vor allem ist es auch so ein Scheißstoff. Nein, das sieht aus wie ein Smiley. Ach so, ja. Toll, trotzdem scheiße. Nein, das ist nicht schlimm, aber das schaut aus wie ein Gesicht. Der freut sich. Ja, super toll. So, kriegen wir das jetzt hier raus? Wir werden sehen. Mal gucken. Leute, ich bin so müde. Ich habe mich schon abgeschminkt, habe jetzt gerade noch eine Folge Berlin Tag und Nacht geschaut. Und gehe jetzt direkt pennen. Es ist jetzt 23 Uhr. 23.26 Uhr. Man sieht nichts, deswegen habe ich es auch wieder weggemacht. Ich bin richtig, richtig müde. Also, ja, wie gesagt, ich werde jetzt direkt schlafen gehen. Es war heute so ein schöner Tag. Wirklich, ich sag's euch, ich habe in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen so das Gefühl, dass ich irgendwie... Ich hatte schon immer schöne Tage, aber... Oh mein Gott. Aber irgendwas... Von meinem inneren Gefühl hat trotzdem nicht so gepasst. Und heute war so ein schöner Tag. Und ich habe mich einfach so gut gefühlt einfach. So den ganzen Tag über. Und habe echt heute... War ein richtig, richtig, richtig toller Tag. Und es macht mich irgendwie sehr glücklich. Und ich gehe jetzt richtig gut und schön in meinem Bett schlafen. Und werde auch hoffentlich heute Nacht richtig gut schlafen. Habe nämlich irgendwie auch dann... die letzten Wochen nicht so gut geschlafen oder ich wache dann nachts irgendwie oft auf und so und ja, deswegen macht mich das gerade so glücklich, dass ich so einen schönen Tag hatte heute. Ja, war richtig toll. Und jetzt pusten wir hier die Kerzen aus, wünschen uns was, dann gehen wir schlafen und ich melde mich morgen früh wieder bei euch. Einen wundervollen guten Morgen! Leute, ich habe so gute Laune. Wirklich, ich bin so happy und es macht mich so glücklich und ich bin aufgestanden und ich habe so gut geschlafen und ich habe so, jetzt nicht irgendwie was Komisches geträumt, ich bin nicht wirklich aufgewacht, ich habe einfach richtig, richtig gut geschlafen und ja, habe einfach wieder so eine richtig gute Laune und Energie und es hat mir irgendwie so gefehlt, dass ich mich so fühle, wie ich mich jetzt heute fühle und da vielleicht ein kleiner Reminder, es gibt immer solche und solche Tage und vielleicht schätzt man dann auch solche Tage wie heute mehr, wenn man auch andere Tage eben hat. Aber ja, ich bin so happy und dann scheint auch noch die Sonne und ich freue mich einfach unnormal. Ich habe mich jetzt richtig schick gemacht, habe mich geschminkt, habe sogar Lippenstift drauf. Ich habe nie Lippenstift drauf. Hier habe ich übrigens von Lavera und von... Moment. Auch von Lavera, also von beiden... die Lippendinger da. Das finde ich stinkt ein bisschen, aber ich finde es trotzdem schön. Und ja, genau, habe mir meine Haare so zugeflochten, aber die werde ich später dann aufmachen. Mein Outfit ist eine 10 von 10.
Problemlos, ich habe keine Schuhe dazu, die passen aber naja. Aber guckt euch das mal bitte an, wie süß ist das bitte. Und ich möchte dann da so einen weißen Trenchcoat drüber ziehen und dann noch so Stiefel. Ich habe keine Stiefel, ich finde die einfach nicht mehr von letztem Jahr. Und deswegen gehe ich in die Stadt und hole mir dann einfach welche. Ich dachte, ich mache einfach so ein, wie heißt das jetzt nochmal? Ich mache ein Solo-Date. Ich mache ein Solo-Date heute. Und ja, gehe dann einfach in die Stadt mal. Wollte mir, wie gesagt, Schuhe kaufen und auch ein neues Buch und ein Tagebuch, dass ich wieder Sachen reinschreiben kann. Und dachte mir, ich setze mich dann in den Café, gehe da ein bisschen spazieren und so und freue mich sehr darauf. Ich finde es gerade einfach unnormal warm. Dieser Pulli ist wirklich so warm. Aber sehr gut. Oh Gott, wie schön. Ich liebe es, wirklich. Ich freue mich jetzt so sehr. Ich werde jetzt erstmal was trinken. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Und dann denke ich, fahre ich auch schon los. Ich würde auch voll gerne in diesem Outfit ein paar Bilder haben. Und ich überlege, ob ich einfach mein Stativ mitnehme und dann, wenn ich irgendwie einen cuten Spot sehe, einfach ein paar Bilder mache. Warum nicht? Ganz ehrlich, wir brauchen keine andere Person. Da bin ich auch noch so ein bisschen so... Da denke ich mir so, ich bin ja aber relativ früh in der Stadt. Und vielleicht finde ich irgendwo einen Spot, der nicht so in der Stadt ist. Aber... Ja, genau. Mal gucken, weil ich fände es irgendwie süß, mit dem Outfit ein Bild zu haben. Jetzt ein Stück Bananenbrot. Ich habe der Laura gestern die Hälfte mitgegeben von dem, was übrig geblieben ist. Und werde es jetzt einmal ganz kurz ein Stück essen. Und dann bringe ich meiner Mom auch noch was vorbei. So, ich nehme jetzt hier ein Bananenbrot für meine Mama mit. Handy und mein Wasser. Und jetzt... letzte Outfit. Hier hängt mein Handy, deswegen muss ich so komisch filmen. Ich habe hier mein Stativ in der Tasche dabei und denke mir so, vielleicht ist ja irgendwie ein schöner Spot. Auf jeden Fall, das ist der Look und ich finde es richtig süß. Ich habe jetzt hier Turnschuhe an, passt 0,0. Deswegen fahre ich jetzt zu meiner Mama, schaue, ob da im Keller noch meine alten Schuhe sind von... Ich habe die, glaube ich, mitgenommen von meiner alten Wohnung und ich weiß aber nicht, wo die sind und jetzt ist meine letzte Hoffnung, dass die irgendwie da im Keller sind bei der Mama. Deswegen fahre ich hin und wenn nicht, ziehe ich einfach Schuhe von der Mama an und dann so Stiefel. Und ich liebe diesen Look. Ich liebe ihn. Ich kann nicht mehr, deswegen, ich will unbedingt heute damit so ein Bild machen. Ich finde es einfach ganz, ganz, ganz toll. Ich habe jetzt halt tatsächlich Schuhe von meiner Mama bekommen. Also die... ich habe erstmal meine Schuhe gefunden, die ich gesucht habe. Habe ich über euch überhaupt gesagt, dass ich meine Schuhe gesucht habe? Auf jeden Fall habe ich die gefunden. Und bin richtig happy, dass ich meine Schuhe gefunden habe. Sonst hätte ich jetzt mir wieder neue Schuhe kaufen müssen. Und die waren auf jeden Fall im Keller. Und meine Mama hat aber so richtig schöne hohe Stiefel, die so übers Knie gehen. Und dann habe ich jetzt gefragt, ob ich mir die ausleihen darf. Und sie hat gesagt, ich kann es auch behalten. Und es sieht so gut aus, dieses Outfit. Ich liebe es. Und jetzt bin ich gerade... gleich in Nürnberg und bin da halt so hingefahren. Die Leute in Nürnberg fahren wie die Gestörten. Die hupen sofort und ich bin ein sehr, sehr, sehr entspannter Autofahrer. Aber in Nürnberg kriege ich wirklich die Krise. Also da denke ich mir immer so, die Leute sind irgendwie alle bescheuert. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier an so einem Gebäude vorbeigefahren. Und dieses Gebäude hier, da hatte ich schon mal mit einer Freundin Bilder gemacht. Und das ist voll schön. Das ist, glaube ich, so ein Justizgebäude oder so. Oder ein Gefängnis oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder... Und da steige ich jetzt aus und werde jetzt einfach mit meinem Stativ Bilder machen. Weil hier juckt mich das nicht so sehr, als wie wenn ich in der Stadt irgendwo bin. Und das ist ein schöner Hintergrund. Also... ist halt einfach so ein Gebäude. Aber da mache ich das jetzt einfach, freue mich. Und habe hier noch so ein Sparkling Lemon mitgenommen. Das habe ich mir von meiner Mama aus dem Kühlschrank rausstibitzt. Und ja, freue mich jetzt. Super, ich mache jetzt mal meine Lippen nach und dann mache ich Bilder. Leute, es ist so lustig. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin jetzt locker. Es ist jetzt 14 Uhr. Wann bin ich denn ausgestiegen? Ich habe der Jassi eine Sprachnotiz geschickt. 13 Uhr ungefähr. Sagen wir, ich war jetzt eine Stunde dort. Nein, ich habe nicht eine Stunde Bilder gemacht. Ich habe, also da war so eine, erstmal kam eine Frau und die war so, dein Gürtel hängt raus. Und ich war so, oh, danke schön. Dann habe ich den wieder reingemacht. Und dann sagt sie so, dann hat sie sich einfach eine Dreiviertelstunde sich mit mir unterhalten über alle möglichen Themen und
dann hat die auch so, also die hat Psychologie und sowas studiert und dann war das irgendwie auch so voll viel über das Thema und es war dann auch voll interessant, aber irgendwann fand ich es trotzdem anstrengend und war dann so, okay, ich will auch eigentlich noch meine Bilder machen, die Sonne ist gleich weg, ich so, und ich will noch in die Stadt und irgendwann bin ich auch so, das zieht dann so an meiner Energie, aber es war ein super schönes Gespräch und dann dachte ich mir so, als ich mich nämlich mit ihr unterhalten habe, war keiner da. Und dachte ich mir, es wäre perfekt gewesen, da diese Bilder zu machen. Und dann kamen nämlich so zwei Omis, die haben sich dann da so hingesetzt mit ihrem Hund. Und dann habe ich angefangen, die Bilder zu machen. Und da war mir das so unangenehm. Und ich dachte mir so, weiß ich nicht, das ist übrigens Jugendjustizgebäude oder so. Dann kommt da auf einmal so eine Frau mit so einer Uniform, guckt so raus. Ich so, ist okay, dass ich hier Bilder mache? Die so, ja. Ich so, super. Da war auch so einer, so ein Typ drin und der sah eigentlich ganz gut aus. Aber habe ich dann so mein Stativ aufgebaut und dachte mir so, okay, ist mir trotzdem ein bisschen unangenehm, da so Bilder jetzt zu machen, aber wir ziehen einfach durch, weil, ja, und dann bin ich so runtergelaufen und dann sagt diese eine Frau so, und ist was Gutes dabei geworden, ist was Gutes gewesen, die Bilder, die wollen wir jetzt einmal sehen. Und dann habe ich das denen so gezeigt und dann war die so, jetzt machen Sie noch einmal ein Foto von uns, jetzt machen Sie mal ein Foto von uns, weil, auch als Erinnerung. Und dann habe ich von denen einfach ein Bild gemacht, das war so süß. Jetzt habe ich dieser einen Omi, habe ich meine Nummer gegeben und der schicke ich dann die Bilder. Einfach so goldig, wenn man einfach, ich weiß nicht, wenn man offen ist, dann trifft man so viele tolle Menschen und irgendwie unterhält sich mit denen. Und dann habe ich denen so gesagt, ich schicke auch heute Abend gleich noch die Bilder, die es geworden sind. Und haben die sich auch so gefreut. Und es war so süß einfach. Ich kann nicht mehr. Also. Aber für was? Ihr seht mich gescheit. Irgendwie ist nämlich der Bildschirm andersrum. Ich verstehe gar nicht, wieso. Okay, wir probieren es einfach. Es gibt eine neue Story. Ich war jetzt gerade in der Stadt und habe mir so ein bisschen was gekauft. Das werde ich euch dann zeigen, wenn ich zu Hause bin. Aber es gibt noch eine Story. Und zwar, ich stand so, laut Google Maps, stand ich anscheinend vor der Bücherei oder vor der Buchhandlung, wo ich ein Buch kaufen wollte. Und ich war aber nicht da. Und da habe ich halt so mein Handy reingeschaut und war so, wo muss ich denn jetzt hin? Und dann war da einfach, dann stand ich da so und dann kam da so ein Typ auf mich zu, gut gekleidet, sah gut aus und er hatte aber so eine gewisse Ausstrahlung oder irgendwas war an ihm, wo ich mir so dachte, ne. So. Und ich merke sowas relativ schnell, dass ich mir dann so denke, was so die Absichten von Menschen sind. Und dann kam er so eben auf mich zu und war so, wow, deine Augen, wow, also die sind ja richtig schön und so. Habe ich gesagt, ja, danke schön, ne, voll lieb. Und dann meinte er auch so, ja, und wow, du hast sowieso so eine schöne Ausstrahlung, du bist mir gerade direkt ins Auge gefallen und so. Und ich so, danke. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber irgendwann ist es zu viel. So, dann denkt man sich so, hör einfach auf damit. Einmal langt, aber übertreib's jetzt bitte einfach nicht. Mehr ist nicht mehr. So, und dann habe ich gesagt, ja, danke schön und so, voll lieb. Und dann hat er wieder gesagt, oh, du hast so schöne Augen. Und ich gesagt, ja, danke. Okay, danke schön. Und dann war er so, ja, du bist mir so aufgefallen und dich würde ich ja, also wirklich in die Augen, da könnte ich mich ja direkt verlieben. Und ich so, okay, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Und ja, also du wärst wirklich, du bist genau mein Typ, du bist so eine Frau, die würde ich auch heiraten. Ich dachte mir nur so, bitte geh einfach weiter. Und auf jeden Fall wollte er mich ja dann anscheinend heiraten und dann hat er mich gefragt, ob ich mit ihm Cappuccino trinken gehe, weil er ist ja der kommt nicht hier aus Nürnberg und ist nur eben wegen dem Seminar da, das gestern war und morgen fährt er wieder heim und ob ich Lust habe, mit ihm Cappuccino trinken zu gehen. Oh mein Gott, ich muss darüber, das ist ja unnormal scheiße jetzt. Ich stehe in der Kurve. Okay, ich warte, bis es rot ist. Okay, der hinter mir hat dasselbe Problem. Sehr gut. und dann, ob ich halt mit ihm Kaffee oder einen Cappuccino trinken gehen werde, habe ich so gemeint, nee. Und dann meinte er, dann fragt er richtig random, sagt so, trinkst du Rotwein? Und ich war so, nee, Weißwein? Nee, ich trinke generell wenig Alkohol. Ich gehe doch jetzt nicht mit dem keinen Wein trinken und auch keinen Kaffee. Und da habe ich so gesagt, nee, sorry, ich habe jemanden. Und dann hat er, oh mein Gott, ich muss mich ganz kurz konzentrieren, und dann hat er so gemeint, ja, der muss doch davon überhaupt nichts mitbekommen und so, und ich so,
Ich stand so da, ich war so, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich so, hat er gemeint, ja, was machst du jetzt? Und ich gesagt, ja, ich wollte gerade ein Buch halt kaufen. Ich bin dann aber auch freundlich, ich denke mir so, ich muss ja nicht übel der Arsch sein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte ein Buch kaufen und so. Und dann sagt er so, also ich kann dir 50 Shades of Grey empfehlen. Und ich so, ich stand wirklich, ihr hättet mal meinen Blick sehen müssen. Ich stand so da und dachte mir nur so, nein, nein. Ich bin jetzt noch einmal ganz kurz rechts rangefahren bei mir im Ort. Und ja, mache jetzt hier nochmal ein paar Bilder, beziehungsweise wollte ich eigentlich mit der Kamera irgendwie so eine kleine Sequenz aufnehmen, damit ich das vielleicht mit in das Intro reinschneiden kann. Deswegen, wir gucken mal, weil das Outfit finde ich echt ganz cute und wir können es ja mal probieren, ob es schön ausschaut. Deswegen, ja, das ist eigentlich jetzt eher so meine Herausforderung, weil Bilder sind, glaube ich, ganz gut geworden. Die sehen eigentlich ganz süß aus. Ja, da mache ich keine mehr. Ich mache jetzt eigentlich nur ein Video mit der Kamera, dass ich da irgendwie vielleicht was habe, was schön ausschaut. Ich glaube, so sieht es ganz cute aus. Wir werden es jetzt testen. Wird schon, oder? Einen wundervollen Donnerstag. Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, aber ich habe meine Tage heute bekommen, beziehungsweise ich hatte die gestern schon und heute habe ich so mehr Schmerzen. Deswegen mache ich jetzt auch ganz ruhig und habe mir jetzt hier einen Frauen-Power-Tee gemacht und werde jetzt meine Nägel nochmal überlackieren, weil die fangen schon so ein bisschen an zu bröckeln und ich habe keinen Nagellackentferner, deswegen lackiere ich da einfach drüber. Und heute Nachmittag gehe ich zu meinem Opa und dann machen wir die Steuer und dann wollte ich danach zum... Oh Gott, Alter. Ist das... Ja, Lisse? Ich hatte letztes Mal schon eine. Geh raus hier, Alter. Kannst bitte rausgehen? Husch! Komm! Das ist keine Hornisse, das ist eine Wespe, glaube ich. Weil... Ja, aber ich hatte hier schon mal eine Hornisse. Ja, super, danke! Auf jeden Fall gehe ich dann heute noch danach zu meiner Mama und dachte mir, die besuche ich noch. Und danach wollte ich zum Tanzen gehen. Da schaue ich mal. Vielleicht tut es mir ganz gut, dass ich dann ein bisschen mich bewege und ein bisschen tanze. Ich finde sowieso, wenn man so starke Schmerzen hat, dann sollte man irgendwas tun, was weiblich ist. Weil das mit dem Sakralchakra zu tun hat und wenn man da übermäßige Schmerzen hat, ist das nicht normal und dann stimmt auf jeden Fall in diesem Punkt irgendwas nicht. Deswegen sollte man mit seiner Selbstliebe sich mehr beschäftigen und sowas. Ich habe Verdacht auf Endometriose. Ich habe da ein ganzes Video mal dazu gemacht, wie ich darüber denke und wie ich diese ganze Sache angehe, ohne OP und ohne Pille. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Ist ein bisschen weiter unten. Und genau, ich habe aber mittlerweile schon viel, viel weniger Schmerzen, einfach nur anhand von meiner inneren Einstellung und auch, weil ich mehr Liebe zu mir selber entwickelt habe, mehr zufrieden mit mir bin, meinem Körper auch mal Ruhe gebe, ich auf meinen Körper höre und es hat bei mir so viel verändert, dass ich viel weniger Schmerzen habe und auch manchmal dann irgendwie keine. Und ja, ich habe aber jetzt keine Tabletten speziell dagegen genommen oder irgendwie eine OP gemacht oder so. Deswegen, ja, falls ihr auch so seid und sagt, ich will keine Tabletten nehmen und ich will keine OP machen, dann empfehle ich euch mal das Video und einfach euch so ein bisschen mit dem Sakralchakra zu beschäftigen und so ein bisschen mehr, ja, eurer eigenen Wahrheit im sexuellen Sinn auch euch damit zu beschäftigen. Genau. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall den Tee trinken und die Nägel machen und ja, meinem Körper danach ein bisschen Ruhe gönnen. Leute, ich habe einfach immer noch keine Schmerzen und ich finde es einfach absolut toll. Und ja, ich werde mir jetzt auch irgendwie einen Pulli schnappen, den ich dann so kuschelig drüber ziehe. Oh mein Gott, kennt ihr das, wenn ihr euch so merkt, so scheiße, ich bin irgendwie trotzdem schwer dran. Ich nehme den so zum Drüberziehen und mir fällt nämlich gerade ein, dass ich ja noch tanzen gehen wollte später. Ziehe ich dann einfach diese Hose an. Ist eigentlich wurscht, ne? Kann ich einfach anlassen. Guten Abend, es ist 19.07 Uhr und ich bin jetzt auf dem Weg ins Training. Und ja, ich habe mich irgendwie heute dann gar nicht mehr gemeldet. Ich habe meine Steuer gemacht. Ich muss nur noch die Einkommensteuererklärung machen, aber die muss ich eigentlich nur bei Taxfix noch abschicken. Sprich, die habe ich auch.
Und dann hat die Oma mir noch eine Suppe mitgegeben, dass ich die essen kann. Richtig super. Da freue ich mich drauf, weil das ist eine, so eine richtig geile Kartoffelsuppe. Und ja, die macht die Oma einfach am allerbesten. Und dann esse ich die nämlich morgen. Da freue ich mich drauf. Jetzt war ich noch kurz eine Stunde bei meiner Mama und habe einfach nur kurz ein bisschen gechillt, ein bisschen Fernsehen geschaut. Und jetzt fahre ich eben zum Training. Ich habe irgendwie keine Lust. Und ich habe auch Bauchschmerzen. Wow. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Rückenschmerzen. Mir geht's nicht so gut. Ich fühle mich so vom Energielevel irgendwie so voll ausgelaugt gerade. Und ja, deswegen würde ich jetzt gerne einfach auf mein Sofa mich hinlegen und irgendwie eine Wärmflasche oder so machen. Geht's aber trotzdem zum Training, weil ich glaube, vielleicht tut es mir auch ganz gut für den Kopf und auch für den Körper, dass ich mich jetzt bewege und dass ich dann da zum Training gehe und ja, dass ich halt einfach ein bisschen entspannt mache, aber dass ich wenigstens zum Training gehe. Es ist nämlich auch nervig, wenn man dann immer nicht geht und dann muss man die Schritte, da muss man wieder reinkommen und so. Deswegen möchte ich das jetzt eigentlich schon durchziehen und dann regelmäßig gehen und irgendwie ein, zweimal die Woche auf jeden Fall. Einen wundervollen guten Morgen. Heute ist Freitag. Ich habe meine Haare heute irgendwie so süß gemacht mit so einer kleinen Spange drunter. Und ja, genau, das ist das Auto, einfach so ein weißes Ding und so eine beige Hose. Ich räume jetzt gleich nochmal ein bisschen die Wohnung auf. Also im Prinzip mache ich nur dieses Sofa schön und räume diese Salatschüssel weg. Waschmaschine ist schon an, habe ich jetzt mal eine angemacht. Und habe auch irgendwie heute sehr lange im Bett gelegen. Es war so toll. Ich lag, also jetzt ist es 11.30 Uhr und ich lag bestimmt bis 11 oder so im Bett. Ich wollte heute eigentlich was mit einer Freundin machen. Sie hat mir jetzt abgesagt, weil sie krank ist. Und ich sage, alles passiert aus einem Grund. Deswegen, ich habe heute eh irgendwie so viel, was ich noch machen wollte. Wo ich mir sagte, eigentlich bräuchte ich mehr Zeit. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann sage, ich will da nichts mit der Freundin machen. Deswegen passt es ganz gut. Ich wollte unbedingt in ein Café gehen und mich da so reinsetzen. Ah, ich wollte auch noch lesen. Ich wollte doch in ein Café gehen und mich da reinsetzen und das wollte ich mit der Freundin heute machen. Das hat mir aber die Laura, also die ihr vor 2 Tagen gesehen habt, die hat mir ja gerade geschrieben, ob ich Lust habe, morgen mit ihr in ein Café zu gehen. Und ich war so, ja, ja, ich habe richtig Bock. Und deswegen gehen wir morgen auf ein Coffee Day. Dann ziehe ich auch meine süße Jacke an, die ich mir da gekauft habe. Und ja, ich habe übrigens wieder meinen Karneol-Anhänger an. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit so eine Rosenquarzkette an mit so einem süßen Anhänger und jetzt habe ich aber mir letztens so gedacht, mein Inneres hat so gesagt, zieh dein Karneol an und deswegen habe ich den wieder an. Ich liebe den. Das waren so Anhänger, die ich mal von meiner Mama bekommen habe. Da habe ich noch so ganz viele verschiedene. Falls ihr wisst, wo es solche gibt, also wirklich so richtig süß. Ich mag das nicht, wenn es dann so groß ist oder dann so Gold an dem Stein mit dran ist oder so, sondern ich will, dass es so ganz klein und filigran ist. Ihr wollt nicht wissen, was ich alles schon gemacht habe. Ich habe sogar überlegt, ich hatte ja einen Online-Shop, den ich mir lange Zeit gemacht habe, mit so Kristallschmuck und sowas. Ich habe sogar überlegt, ob ich solche Steine mir hole und ich hatte so ein Bohrset, wo ich selber diese Löcher reinbohren wollte. Also das ging nicht, also das ging überhaupt nicht klar. Deswegen, weil mich so viele immer nach so einer Kette fragen und ich finde solche aber auch nicht in so Steineläden oder so, dann sind es immer so große Steine, deswegen, ich halte da schon immer die Augen und Ohren offen, wenn ich irgendwie was finde, aber vielleicht hat ja auch jemand von euch eine Idee, wo man sowas kaufen kann, ja, deswegen schickt mir das gerne mal per Insta-DM und ich kriege irgendwie voll oft Nachrichten, dass die Leute schreiben so, oh, ich wusste nicht, ob ich dir schreiben soll oder nicht und du bist ja voll nett und ich denke mir so, ja, also wieso sollte man mir denn bitte nicht schreiben? Also ich bin wirklich genauso, wie ich hier bin ich genauso, wie mir jemand schreibt. Deswegen keine Angst, ich beiße nicht und freue mich, wenn ihr mir schreibt. Und ja, genau. Ich räume jetzt hier auf. Ich bin irgendwie heute noch ein bisschen müde, aber egal. Ja, ich werde mich jetzt mal so ein bisschen dran machen und dann melde ich mich einfach wieder bei euch, wenn es was Interessantes gibt. Ich habe gerade mit der Laura so Videonotizen geschickt und ich finde es so lustig und sie hat mir einen TikTok geschickt und ich wollte es unbedingt anschauen. Ich habe aber ja TikTok nur auf dem Handy und jetzt habe ich ihr so eine Videonotiz geschickt und diese Face Impressions? Ihr wisst, Gesichtsauszüge.
ist einfach absolut legendär. Guckt euch das mal bitte an. Ich mache das jetzt mal auf laut. Ich hoffe, man sieht es. Scheiße, Mann. Ich kann es nicht anschauen, weil ich habe am Handy kein TikTok. Jetzt muss ich runter zum Auto. Heißt, ich muss jetzt einkaufen gehen, damit ich es mir anschauen kann. Ich schaue es mir, wenn ich zurück bin. Einfach so geil, dieser Anfang. Ich konnte nicht mehr. Ja, genau. Deswegen gehen wir jetzt mal los. Ich habe mir diesen Nagellack gekauft und dachte mir, den mache ich jetzt mal drauf. Habe meinen alten Nagellack schon runter gemacht. Und wenn ihr so brüchige Nägel oder sowas habt, das ist der allerbeste. Ich hatte voll lange keine Probleme mehr damit. Und jetzt hat es der aber wieder so eingerissen. Die muss ich jetzt so machen. Welcome to the Insta-Game. Ja, zum YouTube-Game. Auf jeden Fall ist der echt super, deswegen mache ich da drunter auf jeden Fall eine Schicht davon. Und dass sie dann wieder mal ein bisschen fester werden. Und ich schaue nebenbei so ein Video von Klaas. Ich habe früher voll gerne Videos von dem geschaut und ich fand es immer so lustig. Und ja, das kam gerade auf meiner For You und deswegen mache ich das jetzt mal nebenbei. Und dann mache ich mir die Suppe warm, die meine Oma mir gestern mitgegeben hat. Richtig geil. Ich habe jetzt meine Nägel lackiert und das sind die schlimmsten, weiß ich nicht wie viele Minuten, bis das trocken ist. Man hat doch immer das Gefühl, dass die noch nicht trocken sind. Und das ist immer noch, wenn du jetzt irgendwo dran kommst, dann irgendwie jemand hängen bleibt. Übrigens, ich mochte Nagellack früher nicht und ich habe auch nie einen getragen, weil im Hotel und in der Gastro konntest du keinen tragen. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich bei der Versicherung angefangen habe, war, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich werde sofort Nagellack tragen. Ich trage allgemein eh nur immer sowas. Aber ich fand es jetzt irgendwie so schön. Ja, es hat mir irgendwie gut gefallen. Sieht man, ach, keine Ahnung. Ja, aber es sind wirklich die gefährlichsten 10 Minuten, sage ich mal. Ich denke aber nach einer halben Stunde immer noch, dass die nicht trocken sind. Und dann laufe ich immer so richtig so rum und brühe alles nur so, wenn es sein muss. Und ja. Leute, ich liebe sowas. Wir haben gestern Bachata gelernt. Und ich finde es total. Es ist einfach geil. Ich schaue einfach, also ich habe heute Morgen schon so Videos dazu angeschaut und dachte mir so, wow. Und habe dann auch so die ganze Zeit so Bachata-Musik laufen und so. Wirklich, ich finde es richtig cool. Es hat irgendwie so Spaß gemacht. Und zwar so ein Tanz, den kannte ich davor noch nicht. Also es ist ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Lateintanz ist. Ich glaube, also Standard ist es nicht, aber ob das zu Lateintanz zählt oder ob das lateinamerikanischer irgendwas Tanz ist. Aber wir haben gestern auf jeden Fall da die Grundschritte dazu gelernt und dann so ein paar Figuren. Und das ist so leicht zum Tanzen und sich zu merken, was mich gefreut hat, weil ich habe manchmal so Probleme mit mir so Sachen zu merken und dann bin ich so voll kritisch mit mir. Und es hat so Spaß gemacht und ja, deswegen, ja, fand es richtig toll. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin so nicht so die Latein-Maus. Ich finde irgendwie, mir machen die Standardtänze mehr Spaß. Also ich liebe Wiener Walzer, ich liebe Quickstep, ich liebe auch langsamer Walzer, ich liebe auch Tango. Aber das sind ja alles so Standardtänze und das, ich weiß nicht, ich liebe das. Und Latein finde ich okay, also finde ich gut, aber ich hasse zum Beispiel Jive, mag ich gar nicht. Cha-Cha ist okay, Rumba mag ich, Samba mag ich auch. Ja, genau, und ja, deswegen, ich würde auch so gerne Paso Doble können. Ich weiß, es sind so ausdrucksstarke Tänze, wo ich mir so denke, ja, finde ich richtig geil. Und ja, da muss ich aber irgendwie noch ein bisschen üben, weil da bin ich irgendwie noch ein bisschen schüchtern, dass ich dann da so voll confident und sowas bin. Das glaube ich allgemein beim Tanzen so, dass man da schon sehr viel Selbstbewusstsein braucht. Und ich habe Selbstbewusstsein, aber beim Tanzen noch nicht so richtig, wie ich es halt gern haben würde. Auf jeden Fall, das sind jetzt meine Nägel und ich glaube, die sind jetzt trocken. Ich habe jetzt ein 17-minütiges Video geschaut, die müssen jetzt trocken sein. Und jetzt machen wir uns mal an irgendwas Produktives. Reck läuft. Lauf mal ein bisschen mehr links, ja, so. Drehen. Oh Gott, bist du schön, das ist ja abnormal. Junge! Ich weiß, dass sie finde ich. Also. Die Laura guckt es so mit so einem schiefen Blick an und, so und sagt so: Ach, ihr Bild ist auch ganz gut geworden. Ne? Ich muss gerade bearbeiten, ja. Leute, das war mein Outfit von
heute, ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt nochmal ganz kurz. Ich ziehe mich jetzt nämlich um. Ich habe heute irgendwie gar nicht gevloggt, weil ich war da mit den Mädels Kaffee trinken und so. Und es war richtig, richtig schön. Und dann war auch der Akku von der Kamera leer. Heißt, ich konnte sowieso dann nichts richtig filmen. Ja, genau. Ich habe jetzt das Video schon so gut wie fertig geschnitten. Mir fehlt nur noch ein bisschen was. Und ja, deswegen werde ich jetzt dieses Video hier noch fertig machen. Und dann nehme ich euch jetzt einfach den Abend heute auch noch mit. Jetzt ist es auch schon drauf geschissen. Ich denke mir so, boah, das Video wird echt lange. Also es wird safe eine Stunde, aber mein Gott, dann wird es halt eine Stunde, weil ich finde es jetzt auch Quatsch, diesen Abend jetzt rauszulassen. Ich habe irgendwie Bock, den Abend mit zu vloggen, deswegen nehmen wir das jetzt noch mit. Und ich habe das Video jetzt aber schon bis Stand jetzt geschnitten. Mir fehlt nur der Dienstag, den muss ich noch nachträglich reinschneiden, weil ich irgendwie diese Sachen gelöscht habe. Und die sind noch auf der Kamera, aber auf dem iPad habe ich sie gelöscht. Heißt, ich muss sie nochmal runterladen. Das mache ich aber einfach, wenn wir weg sind. Genau. Oder wenn wir uns fertig machen. Ja, ich wollte euch jetzt nur dieses Outfit nochmal zeigen. Ich weiß nicht, was ich jetzt heute anziehen soll. Aber wir haben gesagt, wir machen uns heute mal so richtig schick und genießen den Abend so. Gehen in eine Bar und alkoholfrei, aber ja, gehen in eine Bar und machen uns noch richtig schön Mädelsabend. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und ja, wollte euch aber, wie gesagt, noch einmal dieses Outfit hier zeigen. Sind fertig gemacht. Richtig super. Ich habe heute mal bisschen mehr an die Augen ran gemacht. Ja, dachte ich mir so, das ist eine gute Idee. Die Wohnung schaut aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also wenn sich Mädels fertig machen, dann schaut es ungefähr genau so aus. Also ich sag's euch. Ja. Nee. Schön. Ja, ich habe irgendwie so ein süßes Kleid an, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich das jemals für eine Rausgeh-Aktion anziehen werde. So ist es so ein Kleidchen. Da ziehe ich noch einen Blazer drüber. Und ein Kleidchen. Da ziehe ich einen Blazer drüber und dann habe ich noch so schöne Stiefel, die so bis zum Knie gehen. Dann ziehen wir das an. Freuen wir uns. Also wir sitzen jetzt im Auto. Es ist 1 Uhr, kurz vor 1. Und wir haben eine Bildersession hinter uns. Und wir waren eigentlich motiviert. Es hat dann irgendwie auch ein bisschen stark nachgelassen. Ja, ich weiß auch gar nicht warum. Nee. Trotzdem vielleicht mal kurz reinsteppen, mal gucken und dann einfach nach einer halben Stunde wieder gehen. Ja. Und dann schnell noch zu Maggis eine Pommes oder so holen, habe ich sauber. Eine Pommes. Und dann ab in die Haier, würde ich sagen. Wir sind Großmütter. Ja. Wir gähnen, aber halt auch nicht erst seit jetzt. Ne? Wir gähnen halt auch schon, seitdem wir los sind. Ab 22 Uhr, da fängt dann die Gähnerei an. Hallöchen, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist 2.40 Uhr und ja, was soll ich sagen? Wir waren nicht feiern. Wir waren dann irgendwie so, wir hatten doch nicht so Lust, waren dann irgendwie müde und waren so, wir wollen nach Hause. Ja, wir hatten es uns schon fast gedacht, aber wir wollten dann eigentlich eine halbe Stunde einfach mal reinschauen, dass wir sagen, okay, wir waren wenigstens drin und haben mal geguckt und wegen der Musik und so, weil wir echt Lust hatten, eigentlich so tanzen zu gehen, ein bisschen so dancen und Musik hören. Haben dann aber keinen Parkplatz gefunden und sind wirklich 4-mal einfach im Kreis gefahren. Haben wir gesagt, okay, das ist einfach ein Zeichen, dass wir jetzt nicht gehen sollen, weil einfach wir keinen Parkplatz finden. Und dann waren wir tatsächlich irgendwie beim 4. Mal umkreisen auch irgendwie auf der Hauptstraße, weil wir falsch abgebogen sind. Und dann war das schon dieser Weg nach Hause und wir waren so, okay, dann fahren wir jetzt einfach heim. War dann noch kurz bei Maggis, haben noch kurz was zum Essen geholt, weil wir da einfach Ewigkeiten schon nicht mehr waren. Das muss man natürlich nicht supporten, aber es
so eine Pommes schon dann auch wirklich einfach geil. Da haben wir uns auch sehr drauf gefreut. Und ja, jetzt bin ich zu Hause und 2.40 Uhr. Ich werde mich jetzt ans Video schneiden machen, damit ich den heutigen Tag oder diese kleinen Sequenzen noch mit reinpacke. Und Thumbnail erstellen und das Ganze so vorbereiten, dass es dann morgen automatisch um 11.11 Uhr hochgeladen wird. Ist mir irgendwie lieber, als dass ich dann morgen früh mir einen Wecker stelle, dass ich das Video fertig schneide, damit es online kommt. Und ist mir auch lieber, dass ich dann das jetzt mache, als dass ich es dann verschiebe. Ich könnte auch sagen, das Video kommt morgen um 18 Uhr, aber dann habe ich halt morgen auch immer noch diesen Stress und ich will irgendwie aufwachen und wissen, dass ich nichts erledigen muss, sondern dass ich einfach genauso wie ihr auch diesen Sonntag ganz entspannt genießen kann. Und deswegen werde ich mich jetzt auf mein Sofa legen, das Video noch schnell fertig schneiden, das Thumbnail noch erstellen, Videobeschreibung machen und dann hochladen. Genau, deswegen machen wir das so und ich beende hier mit dem Vlog. Das ist wahrscheinlich der längste Vlog, den ich jemals gemacht habe. Ich hoffe, er hat euch gefallen und lasst mich super gern eure Gedanken und sowas einfach, was so im Laufe des Videos angefallen ist, einfach mit in den Kommentaren wissen. Und bis zum nächsten Mal und lasst euch gut gehen am Sonntag heute. Ciao, ciao!